und herzlich willkommen zurück bei eurer süßen Feuerwehr. Und zwar, ich möchte mich erstmal ganz herzlich bei euch bedanken. 300 Abos, es ist die heilige Ananas. Ehrlich, nur durch euch bin ich wirklich so weit gekommen. Es ist der absolute Vollwahnsinn. Da kriege ich glatt einen an der Schüssel. Ihr wisst ja, ich frage mittlerweile schon ganz lange in meinen Videos nicht mehr danach, ob ihr einen Daumen hoch oder einen Daumen runter oder mir irgendein Abo gebt. Und ich wachse trotzdem und es ist so unglaublich und es rührt mein Herz so wahnsinnig. Ich hätte nicht gedacht, dass trotzdem noch so viele Leute kommen, als ich damit aufhörte, denn ich wollte nach nichts betteln. Ich wollte nicht mehr fragen, lasst mir einen Daumen da, ein Däumchen ist ein Träumchen, bitte hinterlasst mir ein Abo. Das wollte ich alles einfach nicht mehr. Ich wollte nicht danach betteln. Ich wollte, dass ihr das selber entscheiden könnt, ob ihr mich mit oder ohne Abo guckt oder wie auch immer. Ich bin völlig gerührt, dass ihr trotzdem alle vorbeikommt und Wahnsinn. Wirklich, ich danke jedem Einzelnen von euch, ob ihr einfach nur stille Zuhörer seid, ob ihr Kommentierer seid, ob ihr an der Abstimmung mit teilnehmt oder nicht mit teilnehmt in den unten angepinnten Nachrichten. Wirklich, ihr seid der absolute Vollhammer für mich, ehrlich. Ihr seid meine kleinen süßen Ananassis, sage ich jetzt einfach mal. Hammer, 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 Hammer. 9 Monate mache ich jetzt mittlerweile schon YouTube und es ist so unglaublich viel passiert. Oh, und ich bin so unfassbar happy, dass ich wirklich das mit euch gemeinsam teilen darf. Das ist etwas, das haben wir gemeinsam geschaffen. Ihr habt so viel Entscheidungsrechte mit in den Let's Plays und ich versuche wirklich auch so viele Kommentare wie möglich einzugehen. Jemand will eine Katze, dann kommt eine Katze. Jemand mag die Frisur nicht, also versuchen wir nochmal eine neue Frisur zu suchen gemeinschaftlich. Es ist der Hammer mit euch und auch so respektvoll und liebevoll und unfassbar. Wirklich Hammer, Leute. Ja, ich habe jetzt neulich mal durchgezählt und mit diesem heutigen Video kommen 165 Piep-Punkt-Videos. Es waren mal 5 Videos die Woche, dann haben wir runter reduziert auf 4, dann habe ich noch Speedbuilds gebracht und Tutorials zusätzlich gebracht zu den Let's Plays und mittlerweile sind wir bei 2 angekommen, denn das Wetter ist wieder gut, Corona-Lockerungen sind da, was tut man? Man geht nach draußen, man genießt die Natur, man genießt wieder das, was mal selbstverständlich war in ganz anderen Dimensionen und Zügen. Für die eigene Seele und es ist unglaublich. Sogar an Feiertagen habe ich Videos hochgeladen. Das ist der absolute Wahnsinn. Manchmal auch am Wochenende. Und ihr wart trotzdem immer da. Das ist so, wow, viel megamäßigen Ananas-Dank. Wirklich, heilige Ananas. Es ist für mich wirklich unglaublich und überhaupt noch nicht realisierbar. 300 Leute bei mir in meinem Wohnzimmer und ich wäre die Erste, von der ihr wirklich Roadrunner-mäßig eine Staubwolke sieht, weil sie sich hinter irgendeinem Baum verstecken muss, weil sie dann so extrem schüchtern ist. Aber nun kommen wir zu dem nächsten. Ich habe eine indirekte Wette am Laufen. Mit wem und warum und wieso und weshalb ist da völlig egal. Aber ich kläre euch jetzt trotzdem mal auf, denn diese Wette läuft ja nun mal. Die Wette ist indirekt so, dass man es ja eigentlich ohne Social Medias und Facecam nicht schafft. Und das hat mich irgendwann angestachelt zu sagen, hey komm, jetzt mache ich YouTube. Jetzt, ich will zeigen, es geht auch ohne. Und hey, es geht ohne. Ich habe keine Social Medias, ich habe keine Facecam an und ich habe 300 Leute. Es ist so Wahnsinn. Auf jeden Fall ist es natürlich nicht leicht. Man sieht auch durchaus Leute, die schneller als einwachsen, aber darum geht es mir nicht. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der da ist. Mir geht es nicht um einen extrem schnellen Wachstum oder wie auch immer. Es ist wirklich, ihr seid einfach klasse, denn das ist ohne euch niemals möglich gewesen. Niemals. Und ihr seid einfach nur dieser Beweis, dass es geht. Es ist unglaublich. Doch wie geht's jetzt weiter? Ich will, wenn meine Wette erfüllt ist und ich kleiner Technik-Noob auch endlich weiß, wie es funktioniert, denn ich stehe mit Technik immer gerne auf Kriegsfuß, war die Überlegung, sobald ich meine 500 Abos auch wirklich erreicht habe, mich via Facecam zu zeigen. Und Leute, ich bin so aufgeregt. Wenn ihr wüsstet, wie aufgeregt ich darüber jetzt schon bin.
Ich meine, es ist jetzt noch eine, ich meine, es sind jetzt noch über 200, also es sind jetzt 200 Leute noch auf diesem Weg, es endlich umzusetzen. Aber wow, wenn dieser Moment, glaube ich, kommt, werde ich wahnsinnig aufgeregt sein, wie bei meinem ersten Video damals. Und Livestreams stehen ebenfalls noch im Raum. Nur wo? YouTube oder Twitch? Ich weiß nicht. Habt ihr überhaupt Bock auf einen Stream? Ich pinne das einfach mal an. Und ihr setzt einfach mal wieder einen Daumen in die Kommis, dann werde ich erstmal schreiben, Livestream, ja, nein, und unten drunter dann nochmal wo, und dann macht ihr einfach bei Twitch oder YouTube ein Kommi, sofern ihr das auch wollt. Und wenn ihr sagt, euch ist es egal, dann macht ihr einfach bei beiden einen Daumen. Auf jeden Fall bin ich gerade, das müsstet ihr auch hören, einfach unglaublich überwältigt, dass ihr jetzt leider einmal die Lauscher aufsperren müsst, denn ich habe jetzt noch eine gute und eine schlechte Nachricht. Fangen wir mit der guten einfach erstmal an. Ich habe mit der süßen Rorania gemeinsam einen Discord und unsere lieben Servernachbarn, die Sims 4 Suchtis, mit denen veranstalten wir immer mal wieder einen Bauabend. Morgen ist einer davon. Es muss jetzt nicht nur gebaut werden, ihr könnt uns auch die Geschichten eurer Sims vorstellen oder uns eure Lieblings-Sims vorstellen. Ihr könnt gerne reinkommen, ihr könnt mit uns quatschen, ihr könnt euch aber auch muten und wir haben einen extra Schreibkanal auch dazu, wo ihr dann auch nur schreiben müsst. Also ihr müsst nicht quatschen, wenn ihr nicht wollt. Ihr seid alle herzlich willkommen, in diesem Familienbundle sich mit anzuschließen, wenn ihr könnt in die Streams kommen, ihr könnt euch Bauideen abholen, ihr könnt euch Kleidungsideen abholen, ihr könnt euch Storyideen für eure Sims abholen. Manches Mal schieben wir uns auch mal die Sims so ein bisschen hin und her. Oh, der ist aber süß, hier kannst du haben. Ne? Und ihr seid, jeder von euch ist herzlich eingeladen. Selbst wenn ihr nur 10 Minuten könnt, kommt gerne rein. Wir freuen uns auf euch. Wir kündigen immer vorher an, wann diese Bauabende stattfinden. Immer so alle 3 Wochen, wo wir uns enorm Zeit nehmen. Immer dienstags und freitags. Und ihr könnt so lange bleiben, wie ihr wollt. Bis Open End ist auf jeden Fall. Andere müssen ja aber auch am nächsten Tag wieder zur Schule und zur Arbeit. Also auch wenn ihr jetzt nur eine Stunde könnt, ist das völlig in Ordnung. Ihr braucht keine Angst haben, seid nicht schüchtern. Wir sind auch alles nur Menschen und freuen uns auf jeden weiteren Menschen, der dazukommt und ganz viel Liebe in dem Moment mit uns teilen möchte. Es steht jetzt bald ein Lesezirkel mit Rorania an, wo wir Spiele spielen und wo wir verschiedene Spiele spielen, wie Planet Zoo und Star Stable und viele weitere Spiele. Und noch ein Lesezirkel steht an, wo ihr euch nachher über Autoren und gute Bücher, Buchideen, wie auch immer, austauschen könnt. Es wäre mir eine Ehre, wenn ihr mit dazu stoßen würdet. Und nochmal, wie gesagt, einen ganz besonderen Dank an unsere lieben Servernachbarn, die S4S-Gruppe. Vielen, vielen Dank für diese besonderen und unglaublich wundervollen Abende. Ich habe Tränen gelacht, ich habe Tränen gefeiert und wer meine Lache kennt, der liebt sie ja. Oder er hasst sie, eins von beiden. Aber danke für diese wundervollen Lacher. Ich bin so oft schon mit Bauchschmerzen rausgegangen, auch wenn wir da mal sarkastische Dialoge am Start haben. Ich feiere das. Herrlich, was für tolle Charaktere uns auch schon besucht haben. Vielen, vielen Dank, dass ihr auf jeden Fall alle schon da wart. Nun kommen aber die schlechten Nachrichten. Meine Leute, es tut mir unfassbar leid, aber ich habe Bauarbeiten jetzt am Haus. Da ist am Wochenende was aufgetreten, morgen kommt der Handwerker. Und so wird es für mich sehr, sehr schwierig aufzunehmen. Und ich möchte jetzt kein Let's Play bevorzugen, Rory oder Raina, dass ich gesagt habe, okay, dann fallen halt diese Woche mal beide aus. Und nach 165 Videos, wenn das hochgeht, ist es mein 165. Video. Und 9 Monaten nonstop an Feiertagen und Wochenenden hochgeladene Videos mit teilweise 5 Videos, manchmal auch 6 Videos die Woche und regelmäßig 4 Videos die Woche, glaube ich, dass ich sagen kann, ich darf jetzt mal wirklich 1-2 Wochen Pause machen. Habe ich mir, glaube ich, verdient. Jeder, der arbeitet und jeder, der zur Schule geht, weiß, wie sehr er sich auch mal auf Ferien freut oder wenn es heißt, oh, ich habe bald Urlaub und ich möchte einfach dann kreative neue Ideen für Rory und Raina sammeln, um euch dann auch wieder wunderherrlich zum Lachen zu bringen und die Geschichte mitzufühlen. Das ist mir unglaublich wichtig und seid mir bitte nicht böse, für die Bauarbeiten kann ich leider auch nichts. Und deswegen habe ich gesagt, dann werde ich nämlich das auch gleich mal als Pause nutzen. Jetzt dürfen wir eh wieder raus. Ein paar Corona-Lockerungen sind auch da. Man kann wieder mehr unternehmen, man kann wieder viel mehr machen. Ihr seid auch mehr draußen. Genießt es einfach. Und ich komme aber auf jeden Fall wieder, weil lange halte ich es bestimmt ohne euch nicht aus, weil
ihr wirklich unglaublich toll seid. Nur für nächste Woche habe ich mir jetzt noch ein Video vorbereitet, denn ich möchte eine bestimmte Serie starten. Denn auch ich möchte von meiner Lieblingsmodderin mal mehrere Mods jetzt vorstellen, denn viele wissen gar nicht, dass es so viele einzelne eigentlich von ihr gibt und was für unglaubliche tolle Mods es gibt. Es sind vielleicht nur kleine, manchmal wird das Video vielleicht auch mal nur eine Woche, aber damit können wir leben. Also, meine Süßen, passt auf euch auf, bleibt gesund und feier im Herzen. Dankeschön!